Hallo und grüß dich, Christine hier von abgestempelt.net. Ich begrüße dich zum nächsten Bastelvideo, in dem wir wieder weiter basteln mit dem Produktpaket Wonderful World. Das findet man auf Seite 14 der Celebration Broschüre. Gilt jetzt noch bis August. Der ist ja schon fast, oder ist ja schon halb rum. Wenn du trotzdem noch keine Broschüre oder noch einen Katalog willst, kannst du das erledigen. Wie das geht, steht in der Infobox. Wir basteln etwas Ausgefallenes wieder, eine sogenannte Akkordeonkarte. Dazu brauchen wir erstmal unseren Papierschneider. Und diesmal ein großes Papier, ein 30x30 Papier. Das ist jetzt hier in diesem Fall Nachtblau. Die neuen Inkala gibt es in 30x30 Papier, auch die alten. Da sucht man sich dann einfach passend zum Designerpapier was raus. Die Farben stehen sowohl in der Broschüre drin, als auch auf dem Papier selbst auf der Rückseite. Hier unten. Und dann legen wir erstmal los. Wir brauchen eine Breite hier. Oder das, was dann nachher die Länge wird. 14,85, ganz normal. Und hier dann eine Länge von 29,25, habe ich mir ausgerechnet. 29,25. Und das müssen wir jetzt noch falzen. Bei 10,5. Bei 18 cm. Und bei 25,5. Dann können wir das gleich schon mal nachfalzen mit dem Papierfalter, damit man schon mal erahnen kann, wie das Ganze nachher aussieht. Das einmal geht hier so rum. Dann klappt es wieder zurück. Und dieses Teil hier wieder nach vorne. Und so haben wir dann vom Maß her eine ganz normale DIN A5 oder DIN A6 Standardkarte, die dann eben sich so auffaltet. Da machen wir nachher am besten noch eine Banderole drum. Das verzieren wir jetzt mit Designerpapier. Beziehungsweise hier, denke ich, machen wir das Ding zum Reinschreiben, weil alles andere kann man ja sonst sehen. Man könnte es auch noch auf die Rückseite machen, aber ich nehme jetzt mal dieses Teilchen. Das heißt, wir brauchen wieder den Papierschneider und ein Stück Grundweiß, das wir jetzt noch zurechtschneiden müssen. Und zwar haben wir jetzt hier... ja, 14,85, das heißt, wir halt machen hier wieder einen halben Zentimeter kleiner, das heißt 14,35. Und dann ist das Panel 7,5, das heißt, wir machen 7. Und dann passt das jetzt hier schön rein. Das können wir dann gleich mal aufkleben. Voilà. Da kann man jetzt entweder reinschreiben oder reinstempeln. Dann haben wir das quasi schon mal fertig. Dann brauchen wir natürlich noch Designerpapier. Da sucht man sich jetzt einfach passend was aus dem Paket aus. Ich habe mir jetzt hier die Blautöne genommen und auch gleich nochmal die Anmerkung. Ich verwende eine dieser Blumen, die hier drauf sind, zum Verzieren. Der Karte nachher, das ist so, keine Ahnung, ich finde das halt geschickt. So, wenn man das eh schon hat, dann braucht man nicht groß rumzustempeln, schneide das aus. Aber man kann natürlich auch das Stempelset nehmen und da einfach eine Blume stempeln und dann ausschneiden.
Wir legen los. Ich möchte jetzt für die Innenseite das hier benutzen. Das heißt, ich schneide mir jetzt das mal auf 10 cm. Und 14,35. Dann habe ich das hier innen. Und dann nehmen wir doch für dieses Teil, also ich meine, man muss es nicht machen, aber man kann es machen, dass wir jetzt hier quasi auch noch Designerpapier reinkleben, dann wäre das quasi 7 cm breit. Und auch 14,35. Und dann kann man das hier platzieren. Dann brauchen wir für dieses Teil natürlich noch was. Das ist genauso breit. Dann nehme ich mir jetzt auch dieses Bunte hier. Das heißt, auch da brauchen wir nochmal 7 cm. Und 14,35. Das machen wir am besten auch gleich wieder zweimal. 14,35. Dann haben wir jetzt quasi dieses Teil versorgt. Ups. Und dieses Teil versorgt. Ist es, wie gesagt, kein Muss. Nur so. Und dann brauchen wir für das schmale Panel auch noch einen Streifen. Das ist 3,75 breit. Dieses Teil. Das heißt, wir brauchen 3,25 und auch 14,35. Wollte ich mal gucken. Theoretisch hätten wir das jetzt übrig gehabt. Naja, das können wir ja sonst für die Hinterseite benutzen. Es reicht gar nicht rein. Es reicht gar nicht. Nehmen wir halt doch wieder das Teil. 14,35. Dann haben wir das da. Ich möchte aber doch das Blaue. Das gefällt mir besser. Also machen wir da noch einen Streifen. 3,25. Wir haben ja mehr als genug Papier da. Und das wollen wir ja auch benutzen. So. Dann können wir das jetzt schon mal kleben. Damit der Tisch wieder etwas aufgeräumter ist. Alles mit Flüssigkleber. Also die Rückseiten. Also es muss jetzt theoretisch auch nicht abgewechselt sein. Es würde auch reichen, wenn man einfach nur ein Papier nimmt. Wahrscheinlich reicht es. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert oder ausgemessen, ob es aus dem Bogen rausgehen würde, aber ich vermute schon. Und ansonsten könnte man das Ganze auch noch mal matten. Beispielsweise mit Orchideenlila. Das ist auch hier drin. So, jetzt muss ich die Frau Würmer kurz orientieren. Ich glaube, das haben wir gesagt, kommt hier noch drauf. Oder? Nee, das kommt, glaube ich, da drauf. Ach, egal, wir kleben erstmal das hier. Noch da drauf, weil das kommt definitiv da drauf.
glaube, ich habe gesagt, das kleben wir hier hin. Dann ist es schön abwechselnd auf der Vorderseite. Also so haben wir das dann gleich. Wie gesagt, wer mag, kann jetzt hier einfach auch nochmal grundweiß machen, wenn das hier nicht reicht. Zu schreiben. Ich stempel jetzt hier rein. Ich habe mir rausgesucht fantasievolle Jahreszeiten. Das ist das, was man auch fürs ganze Jahr über benutzen kann mit Sommer, Herbst und Winter. Man hat hier auch noch so einen Farbstreifen. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Und halt auch wieder so Sprüche, die ich toll finde, weil sie halt auf der einen Seite mal gerade sind und dann wieder geschnörkelt. Und da ist hier drin alles Gute im neuen Lebensjahr für dich. Das stempel ich hier rein in die Karte. Mit Nachtblau, versteht sich. Zack. Und jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal die Banderole, oder? Dafür brauchen wir dann... ich dachte, wir machen jetzt das anders. Nämlich nach einfach Orchideen wieder die Banderole. Dafür schneiden wir uns einen 2,5 cm breiten Streifen herunter. Und wer es jetzt nicht machen will, wie ich, so unprofessionell quasi... Der misst sich das Ganze halt aus. Wir brauchen also zweimal quasi den Umfang der Karte plus ein bisschen, wahrscheinlich einen Zentimeter, um das zu kleben. Mir ist das immer zu doof, weil mit dem Rest kann ich eh nicht mehr viel anfangen. Ich mache mir das einfach immer so, wie man es ja schon des Öfteren gesehen hat. Ist gar nicht so schlecht. Dann falte ich mir das hier mit dem Papierfalter einfach nochmal schön nach. Und dann schneide ich mir das hier noch ab, dass es halt ungefähr so in der Mitte aufhört. Damit ich das hier schön überkleben kann. Nehme mir Flüssigkleber. Und klebt die Sache zu. Dann darf das auch noch trocknen. Dann dachte ich mir, nehmen wir heute mal zum Verzieren. Also ich habe ja gesagt, ein Blümchen. Ich habe jetzt in dem Fall das Blaue hier. Die Standsformen, geometrisch abstrakt. Da sind Kreise drin und Sechsecke. Und wir nehmen die Sechsecke, die zwei größten. So als Hinterlegung, Verzierung. Dann habe ich jetzt hier einmal den großen in Orchideenlila und einen kleinen in Grundweiß. Oder sollen wir den Banner passend zur Karte? Ja, die Banderole meine ich. Können wir auch. Ich teste es einfach mal. Ich nehme mal Nachtblau. Ist ja auch vollkommen wurscht. 2,5 cm. Dann wäre es halt passend zur Karte, gell? Vielleicht auch nicht blöd. Egal. Also wir haben jetzt das hier. Da stempeln wir jetzt auch noch drauf. Da ist so ein kleines Hab dich lieb drin.
stempeln wir auch in Nachtblau. Hier so an den Rand. Weil auf das andere Teil soll ja dann noch unser Blümchen hin. Jetzt habe ich es schon so gemacht, wie ich es nicht machen wollte. Ich wollte hier den Banner. Aber das können wir übertünchen. Entschuldigung. Nochmal. Also wir lassen das hier gerade. Und dann stempeln wir hier drauf. Vielleicht ist heute ein verwirrter Tag. Oder ich bin so euphorisch. Wahrscheinlich zweiteres. Also. Blümchen. Erstmal soweit, dass hier drauf passt mit Kleber. Machen wir lieber mal gleich unsere bunte Rolle hier wieder drum. Hoppala. Weil man es vielleicht auch gar nicht bräuchte. Doch. Ich weiß nicht, ob man es bräuchte. Vielleicht wird es auch reichen, wenn man das Teil hier jetzt einfach aufklebt. Gehen Sie doch hier in die Mitte. Weil ich hätte das jetzt eigentlich mir so hier gedacht. Dann nehmen wir jetzt auch einfach wieder Dimensions. 1, 2, 3. So, das Gewies hebt. Und dann machen wir das ja jetzt da schön drauf. Ich hätte mein Blümchen noch ein kleines Stück weiter reinmachen sollen. Aber jetzt ist es halt so. Und dann haben wir doch noch diese kleinen Pünktchen hier für die Incolor, wie das reflektiert im Licht. Die Teile hier, dann nehmen wir uns jetzt auch einfach welche raus. Oder? Es wäre mit beiden schön gewesen. Doch egal. Tada! Eine Akkordeonkarte. Easy peasy. Ich sage, man könnte das Ganze auch noch matten. Muss man aber nicht. Ist auch so schön. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da. Abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und nochmal den Hinweis. Wenn wir die 500 Abonnenten haben, gibt es was zu gewinnen. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Bastelvideo. Ciao, Piri, deine Christine.